Wir bleiben, während wir warten, noch in Kärnten. Dort haben rund 224.000 Menschen derzeit einen Job. Rund 18.000 sind als arbeitslos gemeldet. Das sind um 30% weniger als noch vor einem Jahr. Dabei gibt es in einzelnen Branchen sogar mehr offene Stellen als Arbeitslose. Ein Beispiel ist der Tourismus. Da suchen aktuell 1.790 Leute eine Beschäftigung. Gleichzeitig gibt es aber 1.953 offene Stellen. Das Arbeitsmarktservice versucht nun mit Qualifizierungsmaßnahmen die Beschäftigung anzukurbeln. Eine Baustelle im Regen in Klagenfurt. Regenschicht gibt es aber keine, im Gegenteil. Im Bau- und Baunebengewerbe wird mit Hochdruck gearbeitet, wie auch in anderen Bereichen werden dringend Mitarbeiter gesucht. Bei uns im Gewerbe und Handwerk ist das momentan ganz extrem. Also wir suchen verzweifelt Leute querbeet ein. Also die bauschaffenden Gewerke vermelden permanent, dass sie zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Persönliche Dienstleister im eingeschränkten Bereich. Fakt ist, wir haben seit Jahren gewarnt davor und das ist jetzt leider eingetreten, dass wir wirklich zu wenig Fachpersonal haben. Auch beim AMS wird seit Wochen mit Hochdruck gearbeitet. Tausende vor kurzem noch Arbeitslose konnten an offene Stellen vermittelt werden. Warum gibt es dann aber noch mehr als 15.000 Arbeitslose? Zumal die Wirtschaft, angefangen vom Tourismus bis hin zu handwerklichen Berufen, dringend Leute sucht? Wir sehen aber doch in einer Detailanalyse, wo hier der Haken liegt. Wir haben doch einen Großteil der Personen, sind rund 41% sind Personen über 50 Jahre. 35% aller vorgemerkten Personen bei uns sind Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, physischen Einschränkungen, psychischen Einschränkungen. Das heißt, wir haben hier doch eine Gruppe von Personen, mit denen es nicht so einfach ist, praktisch direkt diese Vermittlung zu machen. Außerdem haben 40% der Arbeitslosen nur einen Pflichtschulabschluss. Ihnen fehlt also die Qualifikation. Schulungen und Lohnkostenübernahme für Betriebe, die Langzeitarbeitslose aufnehmen, sollen mehr Leute in Beschäftigung bringen. Insgesamt sind hier vorgesehen nach unserer Planung 2.700 Förderfälle oder Personen, die hier in diesen Genuss kommen können. Volumen im Budget, das wir hier zur Verfügung stellen, sind so 23 Millionen Euro und fast 60% davon fließen eigentlich in die Unternehmen. Und ich glaube, dass viele Unternehmer das wirklich aufgreifen werden und dementsprechend auch Leute einstellen, damit wir eben wirklich zu genügend Fachpersonal kommen. Mit dem Programm Sprungbrett sollen auch Mitarbeiter, die nicht mehr die volle Leistung bringen können, einen Arbeitsplatz erhalten.